schön, dass ihr wieder da seid. 45 Tage Sandbox. Was ist passiert? Was ist aktuell? Ich informiere euch heute ganz kurz über das Aktuellste. Ihr hört ja, es regnet, also Regenzeit. Da passiert eh nicht viel. Und es gibt mir die Möglichkeit, hier heute euch mal einen ganz kurzen Film zu bringen über das Neueste von Lockdown und von Sandbox. In Thailand waren es gestern knapp 21.000 Neuinfizierte, davor 20, danach 23, also das ist so ein Mittelwert der letzten drei Tage, knapp 21.000. In den roten Zonen zu wenig Impfstoff da, ist mal meine Annahme. Von daher immer mehr rote Zonen kommen den Total-Lockdown, das heißt, du darfst tagsüber auch nur noch raus, wenn du zum Arzt musst oder Einkaufen tätigen oder tanken oder also wichtige Dinge, sonst nicht, ne? Und die Lage auf Phuket, ja, hier ist auch nicht ganz einfach mit Sandbox. Gestern zum Beispiel am 14. hatten wir 109 neue Infektionen. Eigentlich alles über dem Schnitt, aber irgendwie hält es in Grenzen. Hier ist halt auch gut ausgeimpft, ne? Also die 70% haben wir mittlerweile. Von daher, mal schauen, wie es weitergeht. Die Hotels hier mit 45 Tage Sandbox sind im Großen und Ganzen zufrieden. Offiziell sind es 140.000 Sandbox-Übernachtungen bisher. Gut, wenn jeder 14 Tage bleibt, ne, sind es auch nur 1.000 Leute oder ne, 10.000 oder ihr könnt mal mitrechnen. Und die Gäste hingegen, viele sind frustriert. Es gibt kein Alkohol, offiziell keine Massagen, die ganzen Attraktionen haben zu, die Zoos etc. pp, Delfinarium, Fantasia, Elephant Sanctuary, die haben alle zu, kann man auch nichts machen. Und wie ihr seht und hört, auch kein Badewetter, es ist halt Regenzeit. Toll für die Natur, relaxt auch, bringt die Stimmung ein bisschen runter. Aber das ist ja auch nicht Sinn eines Urlaubs, ne? Also Urlaub im Moment hier, ihr wisst ja, Natur, relaxed, gechillt, aber halt mit sehr vielen Einschränkungen. Bleibt jedem selbst überlassen und ja, viel mehr gibt es nicht im Moment zu aktuellem, neuem, einzelne Geschichten natürlich, aber da habt ihr ja eure Kanäle, Gott sei Dank. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ganz kurz runter an den Strand, holen uns da mal einen Einblick, ein, zwei Minuten, und dann warten wir auf Besserung in allen Richtungen. In Richtung Sonnenschein, in Richtung Bahn gehen, in Richtung die Märkte und alles machen wieder auf. Und natürlich, dass wir endlich weltweit mit dem Corona besser in den Griff kommen und besser auskommen können. Wir schauen mal. Jetzt fahren wir aber erstmal gelassen und gechillt mal runter an den Strand. Schauen mal, was da los ist kurz, ne? Bis gleich. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Wenn wir unten am Strand sind, falls ich da nichts sage, dann nur wegen der Tonqualität. Ne? Aber die Bilder werden schon den Eindruck liefern. Ich rede eh zu viel. Thank you.
Ja, ihr habt ja gesehen, relaxte Stimmung am Strand. Deswegen haben wir uns gar nicht auch lange aufgehalten. Ich bin dann jetzt doch noch nass geworden auf dem Heimweg. Und zwar glatschnass. Aber das ist schöner, angenehmer, warmer Regen. Es hat was, es hat was. Und außerdem musste ich eh duschen heute. Ne? Das mache ich jetzt gleich. Und ich wollte euch noch sagen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, demnächst gibt es wieder Neues. Ich hoffe, wieder Interessanteres. Und bleibt bitte gesund. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Über ein Abo würde ich mich, oh, das klatscht, riesig freuen. Und passt auf euch auf und bleibt gesund. Ne? Bis bald.